ein paar Hintergrundgeräusche. Damit ein herzliches Willkommen. Nicht zum ersten Level, sondern... Ich rede einfach mit meinem tollen Computer. Zum letzten Level. Hier auf den Streaming-Kanal Matjek zockt und später auf den YouTube-Kanal Matjek zockt. 30. Level passiv. Im Singleplayer habe ich es ohne euch geschafft. Jetzt versuche ich es mal mit euch zu schaffen oder mit den ein oder zwei Zuschauern, die sich hier verirren. Es ist das letzte Level und wir fangen mit sehr wenig Rohstoffen an. Ich muss kurz durchatmen und gucken, ob ich in diesem müden Zustand dazu in der Lage bin. Aber alles weitere an Erklärungen kommt bestimmt gleich. So. Und damit geht's los hier in die Hose. Wir starten einen wunderschönen Tal, eingekesselt von weißen Bergen. Ja, und beginnen damit, also ich sehe, der Stream läuft, ein militärisches Gebäude zu errichten. In dem Fall wird es eine Wachstube sein und hier hätten wir auch noch einen wunderschönen Bauplatz, den es darum gilt, nicht zu verschwenden. Denn Bauplatz ist hier relativ knapp. Ja, das wird kein guter Weg werden. Jetzt habe ich auch noch dieses militärische Gebäude angeschlossen. Auf jeden Fall kann ich meine Industrie hier um das Hauptquartier irgendwie errichten. Und mich dann Keks freuen, wenn das klappt. Und ich hoffe, dass die Reichweite jetzt reicht. Wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich kann das Spiel dann direkt nochmal neu beginnen. Denn ansonsten ist zu viel Zeit in Land gegangen. Und siehe da, der erste Fail, die Reichweite reicht nicht aus. Man muss den Platz wohl verschwenden. Und somit geht's weiter. Nochmal. Diesmal ändere ich auch direkt die Einstellung. Ich möchte... Was wollte ich denn? Ich will auf jeden Fall Soldaten produzieren und ich will meine... Dinger hier minimal besetzen und alle sollen sich im Hauptquartier kuscheln, damit die ein wenig aufwerten können, die zahlreichen Soldaten. Das werden irgendwie 20 Stück sein, das ist schon trotzdem ganz in Ordnung so von der Menge dafür, dass wir jetzt hier mit sehr wenig Rohstoffen starten. In einer sehr uns feindlich gegenüberstehenden Umgebung. So. Nochmal beschleunigen. Sollen sie das erste Militärgebäude errichten. So, und schon kommt ein etwas besserer Soldat da rausgekrochen. So. Unser zweitbester der ganzen Armee. Ich weiß nicht, haben wir noch Waffen? Nö, das war's denn. Also die Armeeausbildung ist innerhalb der ersten 30 Sekunden des Spiels abgeschlossen. Ist auch das Gebäude erfolgreich besetzt worden. Und ich würde natürlich sofort das nächste bauen. Und hier dasselbe Spielchen. Wir besetzen es. Und ich habe irgendwie ein Riesenverlangen nach Chips. Naja, von diesem Let's Play ziemlich fett. Aber immerhin habe ich jetzt 2 Jahre gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. So, der nächste Soldat. Zack. Und der Gegner nähert sich. Wir haben schon eine Flagge. Der hat ja wunderschön sich schon Wirtschaft aufgebaut. Wenn unser wunderschönes Land hier endlich nur noch aus Militärgebäuden besteht. Ist zwar etwas traurig. Aber ich kann da nichts dran ändern. Das ist halt gerade so. So, ich versuche mich mal hier im Wegebau. Ich wage es, 2 Baustellen einzuplanen und dann wieder dasselbe Prozedere. Die ganze Horde an Leuten darf dann vorbeikommen und dann das Ding bauen. So, und wir haben eine Nachricht, nämlich das Notprogramm wurde eingeleitet, denn unser großzügiges Lager besteht nur noch aus 10 Hölzern. Und das ist nicht so arg viel, um ein riesiges Imperium aufzubauen, was hinterher unseren Gegner besiegen wird.
So, die Priorität wird jetzt natürlich sein, Holz herzustellen. Dazu muss ich hier dieses wunderschöne Eckchen Land irgendwie zur Holzproduktion erklären. Oder ich verarsche den einfach und produziere zuerst Steine. Ich setze jetzt mal ein Safe Game. Denn dieser Plan kann auch ziemlich in die Hose gehen. Oder ich mache es anders. Ich werde jetzt dieses wunderschöne Tal hier damit verschwenden, dass hier einfach Bäume gepflanzt und wieder abgebaut werden. Ich weiß, es ist eine Schande, weil man hier eigentlich Ackerland betreiben könnte. Aber ich mach's halt nicht, weil ich sonst zu viel Baumaterial brauche, um das alles zu errichten. So. Jetzt sprengen wir unsere ganzen Ressourcen hier und bauen diese Holzwirtschaft auf. Aus unseren 10 Brettern. Die sollten dann in der Lage sein, hier das ganze Zeug auszuliefern. Uns einen wunderschönen Steinmetz zu errichten, einen Förster und einen Holzfäller. Und ein Militärgebäude. Wobei das Militärgebäude jetzt scheinbar Priorität hat. So. Oh, es ist wieder alles in bester Ordnung in unserem mächtigen Riesenland. Das ist der Wahnsinn. So, lass uns dann das wunderschöne Militärgebäude fertig bauen. Uns nebenher dann erfreuen, dass unser Gegner uns immer mehr auf die Pelle rückt. Und mein Ziel wird es sein, einer dieser Seen zu erreichen, was ziemlich schwer sein wird, weil der sich schon hier militärisch ausbreitet. Ich hoffe, das reicht, dass ich hier eine Holzproduktion noch hinklatschen kann. Ich weiß gar nicht, habe ich einen Hammer denn überhaupt da? Ja, habe ich. Dann würde ich sagen, aus dem vorhandenen Hammer beginnen wir, die Waffenproduktion unseres Landes zu stemmen. Jetzt vermisse ich natürlich hier diesen Schlossplatz. Aber den Werkzeugmacher werde ich auch woanders errichten können. So ist ja nicht. So, dann brauchen wir einen Weg hierher. Dieses tolle Gebiet hier schneller mit Leuten versorgen zu können. Zack, machen wir es einfach so. Und warten, bis ein Soldat sich hier lang traut. Zack, Militärgebäude besetzt. Ich versuche mich hier weiter. Okay, hier haben wir schon mal eine Direktgrenze. Das ist ziemlich bescheiden. Hier gäbe es Platz für unseren Werkzeugmacher. Eventuell noch für einen Bauernhof, aber ich muss halt gucken, dass ich expandiere und irgendwie zu diesem doofen See komme. Das wäre extrem wichtig für mein Land. Und hier könnte ich noch einen Holzfäller und einen Förster bauen und hoffen, dass ich die Grenze einfach zugepflanzt kriege. Weiß gar nicht, was habe ich denn? Baustellen. Zu viele Baustellen. Würde ich auch behaupten. Machen wir mal so. Und dann von hier nochmal vielleicht eine schnellere Verbindung zum Sägewerk. Bei so einem schrottigen Land zählt ja wirklich jede Sekunde. Wie viele Baumeister haben wir denn noch da? 2 Stück. Hier ist eine Baustelle. Ah, das wird knapp. Ich muss dann wertvolle Hämmer aufopfern. Warte mal, 2 sind noch drin, 2 sind unterwegs. Das heißt, dass unser Plan, irgendwie dieses blöde Wasser zu erreichen,
absolute Priorität hat für uns. Das ist mir noch ein Baumeister wert zu opfern. Oh, ich habe einen Zuschauer. Herzlich willkommen, wer auch immer. Vielleicht ist es auch Katori, der ist immer sehr treu und guckt das Zeug. Nee, das ist Samian. Hallo. Wieder S1? Ja. Kannst es bald mal mit, was? Co-Moderation oder Blick in den Chat. Ach so, ja. Ich habe das auf dem zweiten Bildschirm. Das ist am anderen Ende des Bildschirms und dann sehe ich das irgendwie nicht. Genau, also ich versuche ab und zu in den Chat zu gucken, aber ich bin gerade einfach total nervös, weil das ist das letzte Level und damit ist es vielleicht irgendwann mal nach 2 Jahren auch vorbei hier mit Siedler 1. Wer weiß, vielleicht scheitere ich auch heute klickrig. Und ich habe deine 7 Days to Die Streams geliebt, die waren einfach nur geil. Also das hat mir total viel Spaß gemacht, das zu schauen. Wollte ich nur hier an dieser Stelle mal loswerden. Also herzliche Empfehlung für alle, die sich das irgendwann mal in der Weltgeschichte dann auf YouTube anschauen. Können beim Samian vorbeischauen und der spielt ja mal bei Twitch 7 Days to Die. So, ich beschleunige mal den ganzen Mist hier. Schließlich gilt es darum, jetzt hier eine Fischerhütte zu errichten. Möglichst bald. Ohne 2 in meinen Name. Aber wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen. Weiß der Geier. So, ich guck mal, wie mein Land jetzt weiter vor sich hingeht. Oder stagniert. Also, wir haben eine neue Nachricht. Das kann gut oder schlecht sein. Wir haben 30 Minuten nicht gespeichert. Die 30 Minuten haben jetzt, lass mich lügen, 10 Minuten gedauert. Also, speichere ich mal, bis hier ein riesen fieser Angriff kommt. Ja, ich habe mir das unwürdige 7 Days to Die von dir reingezogen, weil ich habe irgendwie die Wochen davor irgendwie ewig 7 Days to Die gesuchtet. Dann ist mir aufgefallen, dass meine Grafikkarte abgeraucht ist und das Spiel jedes Mal nach 10 Sekunden abgestürzt ist. Und dann habe ich es bei dir im Stream mit einer wunderschönen Grafik gesehen und mich echt einen Keks gefreut, wie dich die Zombies da in der Nacht rumgejagt haben. Und ich habe es einfach total gefeiert, dass du da die Helligkeit hochgestellt hast, damit du die Monster in der Nacht siehst. Also so ein uralter Trick und ich habe es selber nicht gemacht, wie dumm von mir. Naja. Auf jeden Fall fand ich das cool und ja. Ist zwar jetzt nicht so eine Art der Spiele, die ich hier auf meinem Kanal zeige, aber ich spiele sie ja trotzdem. So. Warum ich nicht Hallo gesagt habe. Weiß ich nicht. Ah doch, ich habe in den Chat geschrieben. Oder jetzt kann sein, dass ich einfach jetzt wieder zu nervös bin. Weil ich habe hier so einen mysteriösen Gegner zu besiegen. Der hat eine Kerze und das macht mich total nervös. Und ich habe mir auch keine Chips hingestellt, um dann mit vollem Mund hier irgendwie vor sich hin zu mampfen und ja, Siedler zu spielen. So, der baut mir ein Militärgebäude hier direkt vor der Nase. Mein Ziel ist es, hier ans Wasser oder da ans Wasser zu kommen. Nicht um Ferien zu machen, sondern um Fische zu schaffen. Und ich habe hier 2 Gebäude fertig, also kann ich jetzt auch mit einem weltbewegenden Projekt eine Eisenschmelze beginnen. Und dann, jetzt haben wir halt die Holzproduktion verdoppelt. Das ist immer sehr gut, um vorwärts zu kommen. Und dann muss ich überlegen, Bergwerke oder Nahrung. Meine Meinung ist immer, soll jeder looken, wie er will, aber mal kurz Hallo sagen, fände ich nice. Okay, also sage ich dann immer Hallo, wenn ich jemanden sehe, wobei ich erwarte eigentlich gar nicht, dass wirklich Leute bei mir im Chat auftauchen. Also, ich mache das jetzt hier zum Spaß, aber jetzt so großartig interessant ist das Siedler 1 wahrscheinlich für die meisten nicht. Also viele kennen es wahrscheinlich gar nicht. Aber ich gelobe Besserung, am besten mache ich mir eine Liste, da schreibe ich mir den ganzen Feedback auf, wenn welcher dann kommt und dann kann ich das Gute mitnehmen und das Schlechte ignorieren. Irgendwie so, keine Ahnung. So, jetzt muss ich mal überlegen, was der nächste sinnvolle Schritt wäre. Ich denke, ich investiere Holz in eine Kohlemine, vorausgesetzt, ich habe genug Baumeister. Einer ist zurück unterwegs.
Oh, der schreibt, ich kenne das. Ich erwarte auch nicht, dass wer bleibt. Ja, ich muss auch sagen, ich gehöre wahrscheinlich zu den Leuten, die das hier viel zu unregelmäßig machen. Und daher bin ich mir da selber schuld, aber das ist halt die Prioritätensetzung, die man so hat. Bei dem Müll, den ich mache. Ja, das finde ich auch. Also, ich spiele Spiele, die meistens schon im Müll irgendwo gelandet sind, auf PC-Hardware, die ich irgendwo aus dem Müll gefischt habe und zusammengebaut habe. Oder bei Kleinanzeigen ausgegraben habe. Selbst der Monitor, wo ich den Chat drauf sehe, den habe ich von irgendwem gebraucht abgekauft, weil der einen Pixelfehler hat. Naja, so ist es halt. Und ich erzähle auch jede Menge Müll und das ist halt auch so einfach. Das ist einfach dafür da, um ein bisschen, ja, weiß jetzt ich, das macht mir Spaß oder keine Ahnung. Einfach wegen Ego. Weiß der Geier, mache ich halt. So. Und jetzt lasse ich mich nicht so weit ablenken, denn ich muss hier irgendwie ein Spiel gewinnen. Und ich werde dieses Gebäude leider nicht abfackeln können. Das können wir uns mal schnell angucken. Und ich habe auch bald keine Soldaten mehr, um hier irgendwas zu besetzen. Und mein Hauptquartier hat 3 Soldaten zur Verteidigung, was... Da sitzt wer im Hintergrund, oder? Ich glaube, das Mikro ist zu sensibel eingestellt. Und meine Frau, die sitzt eigentlich 2 Räume weiter. Und die labert per Telefon. Aber so begeistert, dass man es bisher hört. Ich könnte das Mikro etwas leiser einstellen. Das wäre eine Möglichkeit. Und ich habe die Tür offen. Falls meine Kinder schreien, muss ich den Stream sofort unterbrechen und dann auf die Kinder aufpassen. Das ist die Begründung. Ich habe es auch tatsächlich geschafft, so weit umzuziehen mit diesem PC, dass kein Nähmaschinengeklacker mehr zu hören ist, wenn meine Frau dann nebenher näht oder so. Das ist zwar kontraproduktiv für den Stream, aber so ist es halt gewesen. Ich kann mir halt keine größere Wohnung leisten. Daher ist es halt, wie es ist. Irgendwann mal vielleicht, aber jetzt nicht. So, die bauen jetzt die Eisenschmelze. Und hier habe ich Eisen. Und das werde ich hier abbauen. Und dann brauche ich noch Kohle, um hier Kohle abzubauen, damit sie das ganze Zeug schmelzen können. So, die Antwort im Chat, krasse Sache. Gut, der wächst und gedeiht hier weiter. Wie man gut sehen kann, baut er sich eine Fressalienwirtschaft auf. Und hat schon eine Waffenschmiede und expandiert weiter fröhlich in meine Richtung. Was mir überhaupt nicht gefällt. Aber ich kann zurzeit einfach überhaupt nichts dran ändern, weil ich so ein Noobland hier gerade bin. Deshalb baue ich weiter Militärgebäude, bis ich keine Ritter mehr habe. Und warte, dass der mich ein paar Mal angreift, um sich die Zähne an mir auszubeißen. Voll der Plan. So. Die bauen hier weiter. Dann gucke ich hier unten, macht er mich nervös mit dem Militärgebäude. Hoffentlich hält der Förster stand. Ich müsste auch hier weiter runter, um die Steine zu kriegen. Ah, das wird schwer. Na gut, schauen wir mal erstmal. Denken wir mal positiv, dass das mal hier alles klappt. Okay, es gibt Kohle auf dieser Insel. Okay, ich glaube, falsches Spiel. Das Ding ist fast fertig und wir haben eine Nachricht. Hoffentlich eine gute. Ja, wir haben Kohle gefunden. Und ich gucke, was unser Hauptquartier an Soldatenvorräten liefert. Noch genug. Also werde ich... Einfach damit ich es dummheitshalber nicht vergesse, mal die Abwehr auf 10 hochfahren. Und hoffen, dass... Anno, ja, das war Anno. Zu viel Anno gespielt früher mal. Ich habe festgestellt, wenn man die History Collection spielt, dann kriegt man auch direkt eine Beschwerde wegen Urheberrecht. Weil irgendwie Teile des Soundtracks natürlich urheberrechtlich ja, geschützt sind. Also wenn man das versucht auf YouTube hochzuladen. Also bei 1602 History Edition Collection, whatever. Auf jeden Fall habe ich beschlossen, nein, ich gebe mir die Kante und spiele einfach weiter die alte Version auf Windows XP auf meinem Müll-PC. Was soll's, dass es ab und zu abstürzt, aber immerhin nerven die nicht rum, dass ich einen Teil des Videos irgendwie aufschneiden muss oder weiß was ich. Ich will zwar niemals Geld dafür kriegen, aber habe trotzdem keine Lust, da irgendwie... Okay, dieser Kommentar, den zensiere ich mal, der ist nicht so nett, aber... die Meinung kann ich nachvollziehen. Aber ich muss sagen, die History Edition von Anno, hatte ich bis jetzt das Gefühl, ist besser gelungen als die History Edition von Siedler. Vor allem Siedler 1, 2 und 3, ja. Okay, die haben die Musik im 1602, die ich, die gar nicht reingehört. Ja, die hört sich auch viel zu Hightech an, finde ich. Und zerstört das Retro-Ergebnis. Der größte Vorteil ist, dass das Spiel einfach nicht abstürzt. So, wir gucken mal. Eisenschmelze ist fertig. Militärgebäude wird gebaut, um unsere Fischervorherrschaft zu leisten.
Ich muss hier noch ein Militärgebäude bauen. Und jetzt ist es eigentlich egal mit den Baumeistern, denn ich werde jetzt auch noch einen Werkzeugschmied errichten oder einen Werkzeugmacher. Ich finde die History Edition von Siedler eigentlich ganz gut. Das ist groß und ganzen ja so, was mich aber aufregt, dass es hier Siedler 1 nicht im 16:9 gibt, was ja überhaupt kein Problem gewesen wäre, dass die Bäume keine Schatten haben. Okay, man kann sich auch über Kleinscheiß aufregen. Das tue ich jetzt einfach hier, weil ich Spaß an der Freude habe. Dass bei Siedler 2 der CD-Audio-Track gar nicht geht. Dass man die Cheats aus dem Spiel rausgepatcht hat. Man kann es weder beschleunigen noch irgendwie die Karte aufdecken, wenn man sich am Ende des Spiels die Karte anschauen will. Und Siedler 3 History Edition finde ich wiederum gut, aber das hätten sie genauso in einen Patch machen können. Aber das wäre natürlich dann nicht dafür gedacht, um Geld damit zu verdienen. Du kannst ja auch den Chat im Stream als Overlay anschauen. Dann kannst du das fürs Video aufnehmen, wenn du das später hochladen willst. Ja, das könnte ich. Ich habe sogar da schon Links über so eine komische Seite reingepackt, aber irgendwie weiß ich nicht, war ich zu doof. Vielleicht versuche ich es beim nächsten. Einbauen, nicht anschauen. Also du meinst, dass man im Video dann halt den Chat sieht, der jetzt hier bei mir im OBS auftaucht und von welchen jetzt keiner hier gerade was mitkriegt, außer ich versuche es mit meinen kümmerlichen Lesefähigkeiten vorzulesen. Richtig. Sagen wir mal so, neuer Stream, neues Glück. Ich versuche es nächstes Mal. Wahrscheinlich werde ich Siedler 2 spielen oder irgendwas anderes. Mal sehen. Ein bisschen altes Zeug habe ich zur Auswahl. Okay. Jetzt nicht zu sehr ablenken lassen, Kohlemine bauen. Als nächsten Schritt, um dieses Land zum Sieg zu katapultieren. Machst du es mit OBS oder Streamlabs OBS, den Stream? Ich mach's mit OBS, aber über Streamlabs, da kann man sich ja so Links generieren. Und dann kann man das Ganze als Overlay über diese Browser-Funktion irgendwie einbauen lassen. Das hatte ich irgendwie bei einem Overlay, dann habe ich das Programm geupdatet und hat es mir irgendwie total zerhauen und ich habe es dann eine Zeit lang auch mit Capture Card gemacht. Das wurde irgendwie eine Vollkatastrophe und dann hatte ich überhaupt keinen Nerv und dann dachte ich bei den Zuschauerzahlen, versuche ich ja erstmal überhaupt ins Stream reinzukommen, so dass es halbwegs funktioniert und nicht explodiert oder in VHS-Qualität ist. Und dann, wenn das vielleicht irgendwann mal klappt, dann kann ich mich mit so Schickimicki-Geschichten rumschlagen. Und versuchen, das so zum Laufen zu bringen, dass man auch dann irgendwie eine Meldung bekommt, wenn man hier ein Abo kriegt oder weiß was ich, dass man den Chat sieht. Vielleicht auch irgendwie so ein Multistreaming-Ding, dass die Dinger direkt auf YouTube ausgespuckt werden. Also es ist ja alles möglich, genau. Also ich benutze das stinknormale OBS hier. Einfachheitshalber, damit ich mich nicht Jahre mit Einstellungen rumärgern muss. So, wir haben ein Militärgebäude besetzt. Hier baue ich ein Militärgebäude, was die Steine blockieren wird. Aber ich habe einfach viel zu viel Schiss, dieses strategisch wichtige Gebiet zu verlieren. Und wir haben hier Fische. Also der erste Teil der Strategie geht schon mal auf. Außer, dass ich mit Real World statt mit Siedler angefangen habe. Habe ich das richtig vorgelesen? Ach so, was man hier spielt, oder... Erklär das mal ein bisschen näher. So, ich muss ganz kurz weg. Ich setze mal ein Safe Game, lass das Spiel laufen. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes. Thank you.
So, jetzt bin ich wieder da. Okay, das Land steht noch, ist nicht alles abgebrannt und du hast eine Nachricht von mir übersprungen. Dann macht die folgende keinen Sinn. Und die Nachricht war wahrscheinlich, ich habe auch angefangen. Alles genau wie ich auch. Außer das mit. Okay. Na dann. Ja. Also, die bauen jetzt hier die Kohlemine. Wie sieht's hier unten aus? Der Typ ist gekommen. Strategisch wichtige Fische werden gleich brennen. Das ist nicht gut. Aber da kann ich nichts dran tun. Ich kann mich dann ein Stück zurückziehen. Mehr wird da nicht gehen. Und hoffen, dass das Gebäude hier unten ein wenig das Ganze sichern wird. Schade wäre natürlich. Ja. Oh, beides abgefackelt. Das war natürlich sehr schlecht. So. Schön Land verloren. Wie komme ich jetzt an die Fische? Meine schlimmste Vorahnung hier hat sich natürlich auch erfüllt. Und Werkzeug macht hat schon mal Baumaterial. Mit etwas Glück könnte ich hier unten einen Bauernhof reinquetschen. Hey, es gibt neue Chatnachrichten. Kann man ja nicht immer mehr Fahnen setzen. Doch, man kann mehr Fahnen setzen, aber ich setze weniger Fahnen, weil ich dann weniger Leute habe und das Vielsetzen von Fahnen bringt hier nicht so viel. Also man muss hier die Infrastruktur eigentlich komplett anders wie in Siedler 2 bauen. Also viel mehr Kreuzungen und lange Strecken sind praktisch und vor allem ich habe hier eigentlich noch ziemlich wenig Warenverkehr hier im ganzen Land. Daher passiert da nicht viel. Kann jetzt mal die Eisenmine anschließen. So, und dann werde ich natürlich noch mehr Wege zum Hauptquartier brauchen. Genau. Je mehr fahren, desto besser. Ja, das ist hier halt ein bisschen anders. Und den Automod zum Anschließen der Wege gibt es hier auch nicht. Daher muss man immer ein bisschen gucken. Genau. Wie man das Ganze dann hinbaut. Also, so wie gesagt, ich habe ja noch wenig Auslastung. Jetzt besetze ich unten das Gebäude. Und dann muss ich hier jetzt noch einen weiteren Querweg am besten hier runter bauen. Damit die Warnströme hier nicht komplett alles verstopfen. Ach, hier kann ich eigentlich so eine blöde Bergsteige machen. Hier hoch, richtig schrecklich. Dann irgendwo hier lang. Der sucht schon für mich Rohstoffe, das ist ganz nett. Wahrscheinlich greift mich bald wegen den Rohstoffen an. Dann hier nur eine Fahne, wo die Steigung anfängt. So, und dann gucken wir mal, was es hier im Angebot gibt. So, die bauen da die Mine. Hier besetze ich gleich ein Militärgebäude. Zack. Jetzt neben diesem Militärgebäude errichte ich meine glorreiche Fischwirtschaft nochmal. Hier gibt es auch noch einige Steinchen, das ist auch gut. Und ich habe etwas Bauplatz erbeutet. Dieser Bauplatz ließe sich nutzen für Landwirtschaft. Die Frage ist, hier ein Bauernhof oder da ein Bauernhof oder beides? Der Grenznähe ist natürlich alles doof. Ich versuche mich jetzt mal da drin. Wird natürlich für ihn sehr schön sein, um mich anzugreifen. Dann hier noch ein Bauernhof. Hier ein Lagerhaus. Ich werde wieder nervös hier von den ganzen Dingen.
Denn ein Weg, der möglicherweise nicht nervt, das wird schwierig. Und dann muss hier unten irgendwo dringend ein Lagerhaus hin, bei den ganzen Dingern, die ich dahin baue. So. Hier haben wir ein Militärgebäude besetzt. Das ist wunderschön. Die Frage ist, ob unser Steinmetz noch irgendwas macht. Ich vermute mal nicht. Warum sollen lange Wege besser sein als kurze? So, Diggi. Ich gehe mich an. Okay. Dann ciao. Schönen Abend noch. Warum diese Wege besser sein sollen, darüber denke ich einfach während des Spiels nach. Vielleicht habe ich bei der nächsten Folge von Siedler 2 oder so eine Idee. Also bis dann. So. Er baut hier keine Militärgebäude erstmal. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und ich beobachte mal, ob der Typ hier rausläuft. Den ist nicht so. Also haben wir jetzt keine Steineversorgung mehr, die funktioniert. Wir haben hier Land verloren. Und durch die Kohle wurde das Eisenzeug aufgebraucht. Bald müssten wir aber eine funktionierende Eisenwirtschaft besitzen. Ja. Gut, die Antwort, warum lange Wege hier praktisch sind, ist ja, dass die ähnlich wie bei Siedler 2 dann hier teilweise zwei Leute auf den Weg schicken oder mehrere Leute. Das heißt, der Weg automatisiert sich praktisch von selber. Je nach notwendiger Auslastung. So, warten wir mal auf den ersten fiesen Angriff meines Gegners. Die Eisenproduktion scheint jetzt ja angelaufen zu sein. Hier noch eine Wegverbindung, um das effizienter zu gestalten, und hier oben vielleicht als Ausbaureserve noch mehr Waffen wäre eine Option. Und ich muss gucken, dass ich an Gold rankomme. Das wird dann der nächste Schritt hier sein. Weiß nicht, was unsere Soldatenvorräte machen. 2, 4 Stück können wir noch besetzen von Militärgebäuden. Hier wäre eigentlich Platz für eine Goldproduktion. Toll. Kohle. Gucken wir erstmal, wie das hier ganz so wird. Wir brauchen auf jeden Fall Nahrung. Jetzt kommen wir hier nicht weit. So. Fische sind ein bisschen gesicherter. Vielleicht die Steine hier auch abbauen. Der nächste Schritt wird sein, wahrscheinlich Waffen zu produzieren, Gold zu produzieren. Ich weiß nicht, wie weit der mit Gold und Waffen ist. Der hat noch keinen Eisenschmelzer, aber das kann sich ja innerhalb kürzester Zeit ändern. Naja, ich würde hier einfach den Platz verschwenden. Dann
Hier ein Militärgebäude errichten. Bevor die Minen die ganzen Straßen verstopfen, brauche ich auf jeden Fall noch ein Lagerhaus. Also muss ich hier unten irgendwie gucken. Naja, schauen wir uns erstmal an, wie der Ausbau hier vorangeht. Nachrichten. Oh. Okay, Eisen gefunden. Das sind keine schlechten Nachrichten. Haben die jetzt hier inzwischen Vorrat? Nö, haben die nicht. Naja, wir können jetzt bauen wie die Blöden, letztendlich. Okay, weiter geht's. Wieder eine Nachricht. Eisen gefunden. Geologen sind keine verfügbar. Gold gefunden. Können wir gleich eine Mine in Auftrag geben. Militärisch falle ich immer noch weiter runter. Hier könnte ich alles wegholzen. Okay, wollen wir es einfach weiter voranbringen hier. Ich kann ja noch ein bisschen expandieren, dann ärgere ich ihn damit. Oder er ärgert mich, indem er mich angreift und tot macht. Das ist auch eine Möglichkeit. So. Ich müsste nicht das Gebäude erobern. Ich bräuchte hier dringend ein Lagerhaus. Aber das sind jetzt echt übertriebene Träume. So. Das Gebiet wird jetzt natürlich sehr viel Angriffe anfällig, weil ich es ja so ausgebaut habe. Und der hat mir Land geklaut irgendwo. Ach, hier bin ich. Ach, der übertreibt's mal wieder. Kollege Bratwurst, ey. Jetzt direkt am Hauptquartier, bei den Eisen. Noch besser geht's kaum. Ach, ja. Dann wollen wir mal. Hier wäre Platz für ein Lagerhaus. Das ist doch mal ein Plan. Irgendwann mal auch bestimmt für Waffenindustrie. So. Baue ich hier noch ein Militärgebäude, dann haben wir das ganze Gebiet hier uns einverleibt. Und
Werkzeug wird ja auch irgendwie hergestellt, ist gut. Wieder eine Nachricht. Kohle gefunden. Hier wird ein Steinchen abgebaut, so soll es sein. Ein Bauernhof steht immer noch nicht. Und wieder eine Nachricht. Gold gefunden. Die Goldmine werde ich am besten hier irgendwo errichten. Und ich bräuchte noch ein wenig Kohle hier für die ganze Geschichte. Möglichkeiten ein fertiges Lagerhaus, bevor hier alles vollgestopft mit Waren wird. So, versuchen wir hier unsere Eisenschmelze fertig zu kriegen. Weniger Soldaten könnte auch heißen, dass der mich angreift. Oder dass der seine Leute ins Hauptquartier zurückschickt, um seine Verteidigung zu verbessern. Das weiß ich nicht. Das werde ich dann bald sehen. So, hier kann ich noch mehr Eisen abbauen. Hier hinten ist noch ein Haufen Eisen. Und hier werden sogar die Steine vom Gegner geklaut. Das finde ich gut. Holzfäller ist nicht besetzt. So, ein paar Goldbahnen wurden geschmolzen. Ich muss mal Kohle finden, das wäre super. Ach ja. Warten wir bis zur nächsten Nachricht. Granit, wow. Kann man Granit abbauen. So. Werden die ganzen Hütten hier besetzt. Hoffentlich. Haha. Bauernhof nimmt Betrieb auf. Auch gut. Auf der Karte haben wir immer noch ein winziges Land. Das Problem, noch mehr Kohle zu finden. Oh, da brennt ja was. Wie schön. Hier leuchtet nichts. Gleich ein Gebäude besetzt. Wunderhübsch.
Schauen wir mal, ob die hier irgendwas noch finden. Warte mal, wo sind die Kundschafter denn unterwegs hier? Da oben vielleicht endlich. Eisen, Gold, Gold, Kohle. Nix. Gold. Ich habe Land verloren. Da hat mir mein komische Steinbruchhütte direkt abgerissen, der Gegner. Ich wollte eigentlich eine Kohlemine dahin bauen, wo irgendwie was ist und nicht irgendwo, wo nichts ist. Wieder eine Nachricht. Lagerhaus ist fertig. Also hier scheint es etwas Kohle zu geben. Mal sehen, wie lange das Ding stehen bleibt. Weiß gar nicht, wie lange die brauchen, um das Ding hier zu besetzen. Ich könnte es versuchen, leer zu fischen. Ha, die besitzen das Gebäude. Mal sehen, wer als erster hier wird. Sehr gut. Also, schon mal ein bisschen von seiner Kohle abgeschnitten. Die kann ich dann gemütlich selber abbauen. Und mir auch die Steine von ihm wegholen. Damit könnte ich die zweite Eisenmine in Verbindung zum Gang setzen. Und er hat seine Besetzung zurückgefahren. Das heißt, er kann mich nicht mehr angreifen. So. Eisenschmelze. Sehe ich da irgendwo eine Eisenschmelze? Zurzeit nicht. Jetzt laufen die ganzen Soldaten zurück ins Hauptquartier. Mal sehen, wer hier als erster besetzen wird. Die Leute stecken im Stau. Zack. Und weg. Kann ich mir nämlich ein bisschen Land einverleiben, ohne dass mir jemand hier sehr auf den Keks geht. 30 Minuten Spiel sind um. Hier ist schon viel Platz. Könnte ich mal... es mit Nahrungsproduktion versuchen. Wunderschöne Stoffe. Das finde ich sehr gut. Welches? Das und das. Die? Mhm. Oder die? Das ist sehr grau. Blau, oder? Die zusammen? Mhm. Was innen, was außen? Das außen? Ja. Ich hätte jetzt den grauen. Der mit denen oder was? Oder mit den beiden? Ja, entweder so oder so. Hab ich
ich kann auch die. Du findest die besser. Ich find's so besser. Okay, schauen wir mal. Wenn hier mehr Platz eingenommen ist, dann können wir uns hier mit Waffenproduktion vergnügen. Ansonsten muss ich gucken, dass ich in das Gebiet hier abjag. Und weiter fleißig Werkzeug produziere. So, Projekt zweite Kohlemine ist jetzt noch nicht besonders weit gekommen, würde ich behaupten. Schauen wir mal, was hier passiert. Nicht viel. Dafür haben sie hier ein Gebäude besetzt. Wow. Und wir holen militärisch auf. Das ist auch sehr gut. Und hier oben brennt's. Das ist auch wunderschön. Solange es bei ihnen brennt und nicht bei uns. Und meine Minen leiden ziemliche Unterversorgung. Das muss ich dann auch möglichst bald ändern. Könnte ich ein Lagerhaus errichten, um praktisch das Gebiet hier besser mit den Überschüssen versorgen zu können. Also dass die hier eingelagert werden. Mir nicht auf die Nerven gehen, und wenn ich sein Gebiet erobere, dann kann ich auch anfangen, da Bauernhöfe zu errichten. So, baue ich hier nochmal so eine Versorgungsroute durch die Berge natürlich. So, klagen nur bei den Steigungen. Ich glaube, hier werden erstmals Bäume gefällt. So viele Baustellen. Hier sieht es immer noch nicht gut aus. Wir haben zwar einen Hammer, aber wir haben keine Zange. Und wir haben langsam auch genug Spitzhacken, habe ich so einen Eindruck. Gucken wir mal, was die als nächstes hier produzieren. Wahrscheinlich nichts aus Holzmangel oder so. Wieder eine Spitzhacke. Also die Spitzhacken reichen mir langsam für 1 Million Bergwerke. Oh, eine Nachricht. Gebäude besetzt. Und 30 Minuten wiederum. Keinerlei Fortschritt bei den Kohleminen. Außer mikroskopischer.
Produziert der überhaupt irgendwas? Nope. Letztens habe ich Stunden gebraucht, um hier das fertig zu kriegen. Diesmal wird es ja nicht anders, weil Holz fehlt. Oder Holz hier hinten gar nicht ankommt. Doch, jetzt kommt ein Brett an. Fehlen aber noch zwei, glaube ich. Wir sind bei einer Stunde, also in der nächsten Stunde muss ich hier fertig werden, so ganz langsam und gemütlich. So. Erhöht seine Besetzung, nicht schön. Wir fahren aber weiter die Strategie, uns hier im Hauptquartier einzuhamstern. Mit dem Erfolg, dass wir gute Truppen kriegen. So, ich hoffe, dass das Lagerhaus auch irgendwann fertig ist. Das sieht gut aus. Dann kann ich ja hoffen, dass die Kohleminen da unten fertig werden. Die es endlich mal schaffen, so ein doofes Ding herzustellen. Sehr gut. Am besten noch so eins. Sehr gut. Kohlemine wird fertig. Und wieder Eisen gefunden. Und hier gibt es keine Steine mehr. Okay, hier gibt es noch etwas Kohle zu holen. Ja.
sowas hier. Sowas. So, versuche ich meinen Spaß zur späten Stunde zu Ende zu bringen. Eine Nachricht. Dass ein Militärgebäude besetzt worden ist, erfolgreich. So, mehr Land wird erforderlich. Wird hier auch Kohle hergestellt, das ist gut. Und es wird neuerdings Truppen hergestellt, das ist sehr gut. Wir haben 34%, das wäre vielleicht für irgendwann für einen Angriff sogar sinnvoll. Ich habe hier auch jetzt reichlich Truppen, die auf der anderen Seite wieder in die Gebäude müssten, weil dann könnte man anfangen anzugreifen. Hier sind auch noch ein paar Truppen. Gibt es keine Bäume mehr. Oh, und er baut hier ein Militärgebäude. Das ist natürlich mir überhaupt nicht recht. Zeit einfach nachzubesetzen. Müsste ja auch langsam gehen, so von der Menge der Leute. Dieses Ding hier zu erobern. So. Mit guten Truppen sollen sie am Ende angreifen. Verlangsamt unsere Expansion natürlich ganz massiv. Aber was soll ich tun? Muss mal diese Magistrale hier ein bisschen ausbauen. Das geht nur, wenn ich hier Land zugewinne. Na, eine Nachricht. Mit der Gebäude besetzt. Hat tatsächlich geklappt noch, trotz der Nachbesetzung. Da bin ich fast im Kohlegebiet wieder. Weiß gar nicht, was das HQ sagt. Null sagt es.
Okay, das Ding ist fertig. Ich muss da was dagegen unternehmen. Schicken mal 6, 7 Leute hin. Gucken, was passiert. Ja, es ist mir zu teuer. 7 Leute verlieren für so ein Drecksgebäude. So. Nochmal. 7 Leute. So sieht's besser aus. Da habe ich Land verloren. Fischhütte steht aber noch. Dann ist das Ganze hier schon wieder Inland und nicht mehr Grenzgebiet. Kann ich hier noch einen Waffentypen errichten. So, habe hier eine kleine Verbindungsmagistrale jetzt geschaffen. Und mir die lästige Vollgrenze gespart. So, mein nächster Angriff müsste irgendwo gegen seine Produktion gehen. Da hat er nämlich eine Eisenmine errichtet. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, dass da irgendwo eine Eisenschmelze bauen wird. Wir haben hier aber zurzeit keine sinnvollen Truppen, also das kann man vergessen. Das war meine Kohlemine, du Sack. Die war strategisch wichtig. So. Bau dann gleich mehr Krempel davon. Mich jetzt ein bisschen in sein Land reingefressen. Der will da auch noch irgendwie was erobern. Das nervt mich auch dann wieder. Gespeichert. So, gucken wir mal. Das geht ja arg ins Geld. Nochmal.
Okay. So nach Motto, halt dich fern von meiner Wirtschaft. Da habe ich wieder Land verloren. Wo war das denn? Ach, hier oben. Okay. Da hat er seine Eisenschmelze gebaut. Wenn ich ein bisschen nachbesetzen kann, würde ich da ganz schnell weitermachen. Setzen wir mal eben nach. Füllt er seine Gebäude wieder auf. Weiß was ich, was der macht. Mal sehen, wer hier schneller ist. Wahrscheinlich er als ich. Nee, ich hab's geschafft. Was haben wir denn hier an Moral? 20 müde könnten wir schon hinschicken. Ich kann aber auch effektiv nichts gegen seine Wirtschaft antun. Kann ich hier nochmal die Kohlemine vielleicht vernichten. Okay, das war gut. Und dann müsste ich hier das Ding hier von meiner Lagerhalle fernhalten. So, das hat auch irgendwie geklappt. Und hier ließe sie sogar einen Bauernhof hinmachen. Räumt er seine Lagerhäuser, wie nett. Hier baut er neue Kohleminen. So, das hilft unserem Moral jetzt hier ein wenig auf. Jetzt auch eine. Blöder Nachmacher. Bräuchte ich hier mal eine Verbindung? Das wäre super. Thank you.
Gut, mit etwas Glück könnte die Verbindung ja Realität werden. Mit 9 schlappen Soldaten. Müsste ich ihn hier aus dem Gebiet rauswerfen. Das wäre auch nicht schlecht. Wäre mein Hauptquartier wenigstens eine Zeit lang sicher. Denn hier Gold drin? Ja, hier gibt's Gold drin. Versuchen wir mal einen Angriff. Mitten rein. Okay, das hat geklappt. Auch Gold? Nö. Ging jetzt nur darum, die Waffenproduktion, die eventuell möglich war, zu zerstören. Militärisch dürfte immer noch. Nee, achso. Ah, muss ich alles bis aufs Hauptquartier belagern und jetzt ein bisschen warten, bis die. Nein, ich kann nicht warten. Also, es ist hier. Der baut ja ständig Militärgebäude an meinen Grenzen. Oh, das wird nix. Das lade ich mal. Also gegen das Gebäude habe ich keine Chance. Einzige, was übrig bleibt, ist gleich auf das Hauptquartier anzugreifen und warten, bis ich hier 20 Soldaten oder so herumfliegen habe. Na, der baut die nächste Eisenschmelze. Super. So, lass ihn laufen. Jetzt haben wir keine guten Truppen mehr. Hier passiert ja absolut gar nichts mehr. Schicke ich mal die Truppen in die Lagerhäuser. Thank you.
wird das? So ein kleiner Umbau der Wirtschaft. Da brauche ich noch irgendwas, von wo aus sich das Hauptquartier gut angreifen ließe, aber habe ich ja nicht. Also warten wir wieder eine Stunde. Das geht jetzt ganz schnell. Und der baut jetzt seine Eisenschmelze. Diese kleine Maßnahme hat ein wenig was gebracht. Wir sollten ihr noch ein bisschen Zeit geben. Es wird Eisen produziert beim Gegner. Das geht aber schnell jetzt mit der Militärmacht. Kriegt hier schon mal nichts fertig, das ist gut. Was machen die denn hier? Bauen ihre doofen Militärgebäude fertig, weil es hier Steine hat. Okay, wir steigen nicht mehr großartig. Zeit wieder nachzubesetzen und anzugreifen, denn er hat bestimmt sich irgendwo eine Waffenschmiede gebaut. Ein
Ich glaube, ich muss mich auch des Hauptquartieres annehmen. Das bringt nämlich am meisten. Wenn ich das mal angreife. So. Jetzt haben wir hier die ganze Besetzung wieder auf voll. Und die Rohstoffe gehen aus. Gefällt mir aber überhaupt nicht. So, wir können nur 13 Soldaten, die halbwegs fit sind, hinschicken. Und ich muss hier dringend was gegen diese Grenze tun, die mich tierisch ankekst. Nein. Also hier oben habe ich nichts erreicht. Komm langsam zum Schluss. Da ist aber nichts, das nur abdrücke. Den Computer egal, das aus. Ja. Theoretisch ja, praktisch meldet sich keiner. Very well idea. Ja.
Wochen Taxi fahren. Egal, man kann den Leuten ja tausendmal die Sachen erklären und wenn die schlichtweg nicht hinhören wollen, ist es einfach so und fertig. Ja, dann kann es nicht so schlimm sein. Sonst wäre ständig irgendwie rumgepläre. Oh mein Gott. Weißt du, 4 Stunden kannst du dir Gedanken machen. Das Beste bei kleinen Kindern ist, dass dir jeder irgendwie was anderes erzählt, finde ich. Ist auch schwierig. Ich meine, die lesen jetzt halt alles online und online steht auch alles. Online steht, schreibt auch jeder irgendwie seine Meinung hin und. Hm. Wenn das Kind zufrieden ist und wenn es dann 4 Stunden schläft, ist ja auch in Ordnung, ne? Und dann noch 3 Stunden und dann 4 Stunden. Am besten wie Rebecca in Kanada. Ich habe ihr halt was gesagt, was sie hat halt Sorge, dass es eine Entzündung gibt. Ja, aber mal abpumpen kriegt man noch mehr. Ja, dann kriegt man noch mehr. Naja, soll sie doch einfach ihre Erfahrung machen und dann. Ja, ich sag, ich würde nicht. Also, ja. Was bei dir, du musst halt selber gucken. Jeder muss selber gucken, bitte. Das Erdnüsse. Ja. Natürlich, wir können die Kommentare zu machen. Aber die können nicht so schön. Manches muss man nicht haben. Ah, have fun, ey. Naja. Ich versuche das jetzt zum Ende zu bringen. Ich greife jetzt das Hauptquartier an. Da gibt es nämlich die meisten Punkte Richtung Sieg und ich kann das Spiel zum Glück ein bisschen beschleunigen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der nur noch ganz gute Truppen hier drin hat. Wäre gut, mal ein wenig von diesen zu killen. Vielleicht fällt das Hauptquartier dann irgendwann. Aber ich glaube, jetzt ist auch Feierabend mit meinen Truppen. Ist irgendwie nicht mehr so ein krasser Wachstum hier irgendwie zu erreichen. Egal, was ich mache.
militärisch sieht das schon mal nicht schlecht aus. Tja, ich kann jetzt wieder warten, bis das Ding hier aufgefüllt ist und dann nochmal das Hauptquartier mit 20 Leuten angreifen, was natürlich immer eine sehr schlaue Entscheidung ist. Ich glaube, ein Soldat hat sich da noch irgendwie verirrt. Zack. Eben mal 5 Leute weggekillt. Sogar nicht schlechte Leute. Naja, so viel dürfte da ja nicht mehr drin sein. Ich feuer nochmal 20 hinterher. Seine Truppen verteidigen sich gut. Ja, es ist weg. Ich wusste es, es sind nicht mehr viele Soldaten. Das heißt, für mich militärisch bin ich bei 90%. Jetzt muss ich, glaube ich, in allen auf 85 hochgehen. Das wird jetzt aber nicht so schwierig sein, denn ich baue jetzt einfach ein bisschen sinnloses Zeug in der Gegend rum. Dann dürfte das eigentlich schon vollkommen ausreichend sein. Oder noch besser, ich greife ihn einfach an und mache hier einfach alles platt, was hier noch existiert. Und dann fange ich ganz geschwind hier erstmal mit dieser Gegend an, die mich tierisch ankekst. Wie kann man so viele Wachhütten überhaupt überall hinbauen? Greifen wir einfach jede Grenze jetzt an mit allem, was geht. Mit der Hoffnung, irgendwas davon abzukriegen. Gucken wir es mal hier in dieses Wespennest. Sehr gut. Das dürfte die Statistik sehr schnell nach oben treiben. Seine Moral dürfte ja auch inzwischen durch den Verlust des Hauptquartiers ziemlich am Boden liegen. So, jetzt haben wir die 80% gleich. Na, 100% Moral. Das heißt, wir können ihn einfach jetzt so zerlegen. Ja, hier sind noch schöne Gebäude. Vielleicht kriegen wir gleich hier was ab. Aber da sind noch viele Häuser. Wie dauert der Kampf? Irgendwie wehren die sich in dieser Wachhütte besonders gut. Und ich habe gewonnen. Es ist tatsächlich vorbei. Seit 2017, also nach 3 Jahren, ist Siedler 1 vorbei. Cool. Gratulation, Ihre Feinde sind chancenlos. Sie haben diese Mission gewonnen. Und es gibt kein neues Passwort. Das ist unser kleiner Herrscher. Mache ich mal einen Screenshot von. Das ist unser großer, allmächtiger Herrscher. Hat einen coolen 80er-Jahre-Schnauzer. Wird hier in so eine Schlucht gestürzt. Sehr nett.
mit dem Schwert hier. Naja, ist dann seine Entscheidung. Will er gestochen werden oder runterfallen? Die Sonne geht auf über den Siedlerland. Schon vor Stunden begannen die ersten Vögel zu singen. Bald werden alle ihre Untertanen wieder den üblichen Tagewerk nachgehen und der Last, aber auch den kleinen Freuden des Alltags frohlen. Mit der sicheren Gewissheit, das Richtige zu tun, schieben sie die Beine aus dem Bett. Sie lehnen sich aus dem Fenster in die kühle Morgenluft und atmen tief durch. Sie haben es erwiesen. Sie sind der Wahre. Nein, sie sind der Herrscher. Ich hab's erwiesen nach 3 Jahren. Ich bin der Herrscher. Und das war das Outro von Die Siedler 1. Es ist nach 3 Jahren geschafft. Will ich dieses Spiel beenden? Nein, ich will es nicht beenden. Ich würde mir noch ein letztes Mal hier die Kante geben und jedes einzelne Gebäude einfach aus Prinzip erobern, weil ich es kann. Als Genugtuung für die ganzen Ärgernisse und den ganzen Spaß, den ich hier die 3 Jahre mit diesem Spiel hatte. Und dass ich die Möglichkeit hatte, diesen Traum schlichtweg zu verwirklichen und Siedler 1 noch einmal im Leben komplett durchzuspielen. Nicht jede Folge ist gut geworden. Es gab genug Folgen mit technischen Problemen oder die am Anfang, die relativ mit schlechter Qualität aufgenommen worden sind, da ich ja nicht die Mittel hatte, es besser zu tun oder das Wissen oder weiß was ich. Auf jeden Fall die armen roten Männchen, die mussten halt häufiger dran glauben, aber es ist damit beendet. Außer, ich glaube dieses... Ah, hier gibt es ja noch Haufen Land. Muss ich doch noch den ganzen Krempel anschließen. Ja, aber ich habe jetzt ein wunderschönes Outro gehabt. Und ich werde euch noch ein wunderschönes Outro zurechtschneiden. Wo die ganzen Fratzen der Gegner drauf sind, die ich im Laufe des Spiels hier erledigen durfte. Die Köpfe deren kann ich mir in meinem Wohnzimmer über den Kamin hier aufhängen. Das ist dann richtig gut. Ja, für Pente-Soldaten brauche ich da auch gar nicht zu schicken. Das bringt nichts. Cool finde ich, dass der im letzten Level sich nicht mal gewagt hat, Gold zu produzieren. So. Das Ding ist auch meins. Yep.
Hä, das gehört ja noch den Gegner. So viel schönes Holz habe ich erobert. Versuchen wir mal, dieses wunderschöne Gebäude hier zu kriegen. Es hat geklappt. So viele Leute. So, mehr gibt es auf der Karte von ihnen nicht mehr. Passt alles auf den Bildschirm. Nur meine Leute kommen da kaum durch, weil da so viele Leute rumrennen. Und so eine ganze Wolke an Leuten. Die beschützen diese Gebäude. Es ist daher nicht möglich, diese zu erobern. Die Soldaten sind ganz müde, bis die da angekommen sind bei den Dingern. Kann ich mit 6 Frischen angreifen? Das ist ja geil. Keine Chance, die zu kriegen.
So, eins habe ich gekriegt. Versuchen wir mal hier jetzt mit 16 Leuten. Das habe ich jetzt auch gekriegt. So, es gibt jetzt keinen Gegner mehr. Wir haben 100% in allen erreicht. Das Spiel hätte 7,5 Stunden gedauert. So. Ein letztes Mal speichern. Und danke fürs Zuschauen von der Siedler 1 die letzten 3 Jahre. Und für die 120 Abonnenten, die ich in der Zeit erwirtschaftet habe. Bis dann.